Are you ready for departure? Hello, just you. We're ready for departure. On Space 221. Roger, Space 221. Behind departing airbus, land on planet 2. Land on planet 1. Land on planet 2. Behind Space 221. Mein Name ist Ralf Stuber. Vor ein paar Jahren haben wir zusammen die Smartflyer AG gegründet. Meine Vision war, mit Elektroantrieb könnte man viel ruhiger und emissionsfreier fliegen. Nachdem die Menschheit während Jahrzehnten mit Verbrennungsmotoren und Jettriebwerken herumgeflogen ist, ist der Elektromotor jetzt die dritte Generation, die eingesetzt wird in der Luftfahrt. Smartflyer macht Pionierarbeit in dieser Entwicklung. Der Elektromotor ist in der Automobilindustrie neu, aber schon recht gut verankert. In der Luftfahrt hat er noch einen richtigen Fuss gefasst. Wir nehmen nicht einfach ein bestehendes Flugzeug und bauen dort einen Elektromotor ein, sondern wir sagen uns, wir müssen den Elektromotor, weil er eben etwa fünfmal leichter ist als der herkömmliche Antrieb, am richtigen Ort positionieren. Darum setzen wir den hinten auf Seitensteuer und können so das gesamte Flugzeug optimieren und effizient den Elektroantrieb zum Einsatz bringen. Das Team von Smartflyer ist ganz klein. Unsere Konstrukteure wollen sich aufs Wesentliche konzentrieren, nämlich aufs Konstruieren von CAD-Daten. Wir haben keine eigene IT-Abteilung und sind darum daran angewiesen, dass wir die Spezialisten von 3D Experience angehen können. Durch das brauchen wir keine Software-Updates selber zu machen. Wir brauchen keine Datenspiegelung und Datensicherheit uns zu kümmern und können uns voll auf unsere Arbeit konzentrieren. Die Mitarbeiter von Solid Solutions sind extrem hilfsbereit, sind sofort verfügbar und können sogar vor Ort uns helfen. Mein Name ist Gildas Hellmüller, ich bin gelehrter Konstrukteur und ich bin hier bei Smartflyer AG als CAD-Administrator verantwortlich, dass die ganze 3D-Modellierung und Erstellung von 2D-technischen Unterlagen für die Fertigung von all unseren Bauteilen gewährleistet ist. 3D Experience ist uns am Anfang eigentlich von unseren Verkäufern nachgebracht worden und da haben wir uns dafür auch interessiert. Und es ist für uns bei Smartflyer ganz klar, dass in Zukunft sehr viel, gröbere Software, die bis jetzt lokal in den Firmen auf grossen Computern gelaufen sind, in der Zukunft immer wie mehr Cloud-basiert werden stattfinden. Und dort ist eigentlich der Umstieg auf 3D Experience für uns relativ klar gewesen, weil wir das nicht nur in unserer CAD-Software sehen, die Tendenz, und wir dort eigentlich nichts anderes als auf den Zug aufspringen, den wir als Zukunft sehen. Wir sehen in der Technik, vor allem in so einem grossen Projekt wie die Entwicklung eines Elektrohybridflugzeugs, ist die grösste Herausforderung, dass alle Leute im Team halt die Informationen, die sie brauchen für ihre Arbeit, im rechten Moment in dieser Qualität haben. Und genau dort ist der Fakt, dass man in einer Plattform alle Daten sammelt, sprich von Technik über Kommunikation bis auch mit Herstellung, ist eine grosse Hilfe und ein grosser Vorteil und vereinfacht nicht nur für Techniker, sondern für alle Beteiligten im Projekt das Leben. Und besonders auch die Arbeit mit Externen, mit Partnern. Man kann dann einfach den Zugang geben zu unserer Plattform und sie haben unkomplizierter, schneller Zugang zu genau den Daten, die sie brauchen, in dieser Qualität und im neuesten Stand. Um aus dieser Vision wirklich ein physisches Produkt zu machen, das ist sicher ein langer Weg, der grosse Herausforderungen mit sich bringt. Und die Lösung dafür sind eben eigentlich moderne Tools, die genau für so etwas gedacht sind. Und SolidWorks mit der 3D Experience, SolidWorks CAM für die Herstellung von unseren Teilen und die Simulation für die ganze Analyse bieten uns eigentlich ganz, ganz starke Software, die konkret unser Arbeitsleben einfacher macht und ermöglicht, die Vision in der Praxis umzusetzen.